Wir reden über Brot. Depressives Brot. Um genau zu sein, Bernd, das Brot. Nix, nobler, Nostalgie, Nachmittag. Bernd, das Brot also. Beim letzten Mal ging es um eine eher weniger populäre Serie. Aber dieses Mal kümmern wir uns um das deutsche Kulturgold Bernd, das Brot. Mist. Ich habe von Freunden mitbekommen, dass auf TikTok und Instagram folgender Clip sehr populär geworden ist. Raufasertapete. Schön. Nicht wahr? Apropos Instagram, schaut doch mal bei meinem Instagram vorbei. Danke. Aber wie kam es eigentlich dazu? Auf geht's zum Ursprung. Es gibt eine offizielle Lore zu Bernd. Ja, ihr habt das gehört. Diese besagt, Bernd ist ein Kastenbrot, welches eine Werbekampagne für eine Bäckereikette war. Die Kampagne ist fehlgeschlagen und Bernd musste ab jetzt bei Kika arbeiten, weshalb er so deprimiert ist. Ich meine, wenn Markus Söder ein Vorgesetzter von mir wäre, wäre ich auch sehr niedergeschlagen. Weg will ich! Weg! Und das tat er dann auch. Natürlich gibt es auch eine richtige Entstehung. Anscheinend hat Tommy Krapp Weißbein das Brot bei einem Mittagessen in einem italienischen Restaurant auf einer Serviette erfunden, mit welchem er 2004 den Adolf Grimme Preis erhielt. Willkommen zu Nick zeichnet Bernd selbst auf einer Serviette. Das ist nicht so gut gelaufen. Wie es aussieht, war sein Freund Norman Köster neben seines Aussehens auch die Vorlage für die Charaktereigenschaften für Bernd. Ich weiß nicht, ob ich das als Beleidigung oder Kompliment aufnehmen würde. Tommy selbst war die Vorlage für Schilder scharf, weil er wohl in seiner Jugend auch immer Leute mit sinnlosen Stunts genervt hat. Interessant. Riegel der Busch wurde Tommys ehemaliges Systemadministrator nachempfunden. Laut Wikipedia soll er auch einen Hang zum Zerstörerischen haben. Es soll wohl mal die Runde gemacht haben, dass ein Redaktionscomputer in Brand gesetzt hat. Aber das kann auch einfach nur ein Betriebsfluss gewesen sein. Wo wir schon bei den beiden sind. Wer sind die eigentlich genau? Lass uns zu den Protagonisten übergehen. Jawohl, ja! Also, was soll ich großartig zu Bernd sagen? Es ist ein Brot der Göttung Homo Botus Depressivus, was so viel wie depressiver Brotmensch heißt. Und es beschreibt ihn tatsächlich unwahrscheinlich gut. Ein depressives Brot mit so kurzen Armen, welches nur lauwarme Mehlsuppe isst und gern an seine Südwand schaut, um an die Raufasertapete zu starren und ihr Muster auswendig zu lernen. Fun Fact, es gibt auf der offiziellen Kika-Website ein Suchbild, wo man verschiedene Muster der Raufasertapete sucht. Und ja, ich habe das Spiel zur Recherche gespielt. Verschwendete Lebenszeit. Außerdem muss er sich immer und immer wieder das Genervte von Briegel und Chili über sich ergehen lassen. Also, wer ist Briegel? Briegel ist ein Busch. Nun, also wirklich, wer ist er? An sich ist er der verrückte Wissenschaftler der Gruppe mit seiner eigenen Show Tolle Sachen, wurde das gesamte Franchise quasi erschaffen, Bernd war dort nur ein wichtiger Nebencharakter. Tolle Sachen wird später aber erst wichtig, Briegel an sich ist ziemlich okay. Auch okay wäre, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Bei so einer Werbung kann man ja nur abonnieren, ne? Wie hätte ich da Nein sagen können? Chili, das Schaf ist ein Schaf. Das ist ja was ganz Neues. Auf diesen lahmen Gag habt ihr euch bestimmt besonders gefreut. Auf jeden Fall ist sie immer sehr verrückt und aufgedreht und versucht irgendwie immer Stunts mit ihrem Motorrad zu veranstalten. Aber was würdet ihr denn mit diesen Charakteren anfangen, wenn ihr nicht mal die Serie kennt, wo sie aufgetreten sind? Also, Bernds Brot läuft bald schon seit über 2 Jahrzehnten und das in verschiedensten Arten und Weisen. Lass uns also über die wichtigsten reden. Das wohl bekannteste sind die Nachtschleifen mit Momenten wie diesen. Bist du vielleicht dumm? Nerdparty! Sprich nichts dagegen. Zu denen kommen wir aber später nochmal zurück. Sein eigentlicher Auftritt war bei Tolle Sachen anscheinend. Tolle Sachen lief am 2. September 2000 und dies ist die einzige Werbesendung des Kikas. Das ist deren Motto. Prinzipiell passiert, bis auf ein paar Ausnahmen, immer dasselbe. Briegel hat was erfunden, Chili kommt dazu und ein Sesselmischer mit einem wundervollen Sound ist dazu da, die Testperson auszuwählen. Bei dieser Auslosung darf immer unser geliebter Bernd sich Sachen testen. Wie schön. An sich sind die meisten Folgen immer relativ gleich, aber ich möchte kurz eine genauer darstellen und zwar Schnapspralinen. Dort werden die drei wegen den Schnapspralinen betrunken und haben mal einen Hangover. Anscheinend hat Bernd einen Zettelmischer geheiratet. Ja, wenn selbst Bernd eine Partnerin kriegt, was ist dann deine Ausrede? Hat sich aber danach wieder davon getrennt. Außerdem explodiert Bernd wohl regelmäßig. Chili TV ist ein Spin-off von Tolle Sachen. Leider weiß ich echt nicht viel darüber, weil ich kaum Footage davon gefunden habe. Wichtig ist nur, dass einige Clips für frühere Nachtschleifen verwendet wurde. Zudem kommen daher wohl Dinge wie die Wetterberichte und etc. Die Serie gab es ab einem bestimmten Punkt nicht mehr, sie wurde ersetzt durch das Spin-off Bravo Bernd. Bravo Bernd also. Das Ganze ist das Spin-off eines Spin-offs mit dem Untertitel Der etwas andere Sandmann. Ich glaub es nicht. Solltest du aber.
Um es kurz zu erklären, bei Bravo Bernd handelt es sich meistens darum, dass es so eine Quiz-Sendung gibt mit grandiosen Fragen wie der hier. Beantworten Sie nur diese Frage! Welcher bekannte TV-Star kann das Bild nicht verlassen? Da niemand dort anruft, sieht man immer Märchen, Wetterberichte oder sonstige Clips. Einige davon gab es schon in Chili TV. Ist der Prinz bescheuert? Warum nimmt er nicht die Treppe? Steht in dem dämlichen Märchen auch geschrieben, dass Rapunzel kastenförmig ist und so kurze Arme hat? Oder war das das Schönheitsideal der Gebrüder Grimm? Außerdem hört man noch das. Du kannst es abschalten, Busch. Ich weiß es. Vielleicht, Bernd. Vielleicht. Was so viel bedeutet, wie das Priegel das Ganze steuert, was für später noch interessant wird. Vielleicht hat er den Hintergrund wiedererkannt. Und ja, es handelt sich hier wahrscheinlich um die weiße Hölle aus den Senderschleifen. Dazu später mehr. Es gibt eine Barbara Schöneberger Folge. Aber das ist relativ irrelevant, also lass uns einfach anfangen. Im Prinzip ist das Ganze Stand-Up-Comedy mit irgendwelchen Leuten. Ich würde gerne genauer auf Folge 9 und 23 fixieren, weil dort interessante Dinge passieren. In der Folge 9, welches eine Parodie auf alte Stummfilme ist, gibt es nämlich diese Stelle. Mist. Genau, das war die Stimme vom Zettelmischer, aka Bernds Ex. Da wir wissen, dass Priegel für die Nachtschleifen mit verantwortlich ist, könnte auch der Zettelmischer in die Roboter bei Bernd verarbeitet worden sein. Ich denke, das ist ein Streit auf persönlicher Ebene und ich mische mich lieber nicht ein. Nein, wirklich. Ich hab dich nie geliebt. Ich hatte nur eine schwache Stunde. Ich wollte dich gar nicht heiraten. Eigentlich hasse ich dich. Außerdem gibt's bei Folge 23 das hier. Und ich muss mich mit der Besenkammer zufrieden geben, die ich mit dem Katzenklo und einer mittelgroßen Spinnenkolonie teilen muss. Das wird später nochmal wichtig. Und hier gibt's noch eine kleine tolle Sachenreferenz. Also, vielleicht sind euch die vorherigen Serien unbekannt gewesen, aber diese Serie solltet ihr vielleicht kennen. Auf jeden Fall gibt es eine Serie zu den drei Charakteren, die wir vorhin behandelt haben. Wir werden uns einfach mal die erste Folge, die Einweihungsparty, anschauen. Anscheinend zieht Bernd mit Schaf und Busch zusammen in ein Haus, was sein Onkel ihm vermacht hat. Toll, dass dein Onkel Bornhelfbrot dir dieses Haus vermacht hat. Der muss dich echt gerne gehabt haben. Keine Ahnung. Ich wusste bis vor einer Woche nicht mal, dass ich einen Onkel habe. Und falls ihr euch fragt, warum Bernd die beiden bei sich wohnen lässt. Ich erinnere mich noch gut, als ihr mich so nett gefragt habt. Bitte dürfen wir bei dir wohnen? Bitte dürfen wir bei dir wohnen? Und Bernd konnte einfach nichts entgegenwerfen an dem Punkt, okay? Sie teilen sich ein Zimmer auf. Schüli kriegt die Terrasse, Priegel die Küche und Bernd das Musikzimmer, in welchem man seine Liebe zu Raufasertapeten auffindet. Das Zimmer ist schalldicht. Die Raufasertapete hat ein angenehm ödes Muster. Anschließend kommen verschiedene Nachbarn, die sich unseren wundervollen Protagonisten vorstellen. Als Beispiel. Guten Tag, ich bin Frau Dr. Dr. Potzler, Ihre Nachbarin. Hiermit haben wir die hochnäsige Nachbarin, die deutlich zu kleinlich ist. Sie bringt auch ein grandioses Geschenk mit sich. Haben wir Ihnen auch ein kleines Präsent mitgebracht? Bitte schön. Das ist die Nachbarschaftsordnung, nur damit Sie sich hier auch ganz schnell einfügen. Fake-Business-Coach Antonio kann natürlich auch nicht fehlen. Hallo, ich bin Antonio von gegenüber. Ja, der mit dem klasse Luxus-Schlitten. Top G. Er bringt doch ein angemessenes Geschenk. Hier, mein Geschenk. Eine Flasche Shampoos. Sau teuer. Pfand könnt ihr behalten. Ich hab's ja. Ich hoffe mal, dass nicht wieder eine Schnapsverdienssituation passiert. So, Chili, noch komm, Brüsterchen. Noch ein Korn. Es gibt tatsächlich auch eine normale Familie. Hallo. Wir sind die Mickelhuns von dem Mann. Die Party läuft übrigens ungefähr so ab. Der Garten könnte mehr Pflege gebrauchen, nicht wahr? Ja, Schatz, ein bisschen mehr Pflege. Ich selbst habe ja 5 Gärtner, die sich bei mir um alles kümmern. Also wer nur 5 Gärtner hat? Das ist für mich auch ein Zeichen eines Geringverdieners. Es passiert meistens fast dasselbe. Chili macht einen Stunt. Schaff, was tust du da? Sahnetörtchen servieren. Und warum brauchst du dafür einen Helm? Dafür brauche ich auch mein Motorrad. Der schief geht. Priegel macht eine Erfindung, die Chaos stiftet. Das ist mein neuer automatischer DJ Frank-O-Mat. Ein CD-Wechsler. Ach, wie süß. Nun, das ist ja mal ganz nett. Und Bernd muss dann alles in Kauf nehmen. Wem gehört dieses Haus? Ich habe mir mal wieder ein paar Folgen angesehen und muss sagen, ich kann verstehen, warum ich es damals halbwegs unterhaltsam fand. Ich werde definitiv nicht auf alle Nachtschleife im Detail eingehen, weil das Video sonst viel zu lang werden würde. Deshalb werde ich mich mal auf die für mich wichtigsten beschränken. Da hätten wir die Abschiedsschleife. Das ist quasi einfach nur eine Compilation von Chili TV Clips und ein paar Textclips dahingehend, dass Bernd nun nicht mehr abends läuft. Denn es gab eine Zeit, ab der ab 21 Uhr dann kein Bernd mehr lief, was sich nach nicht allzu langer Zeit änderte. Dann gäbe es noch die Castingshow, welche ich nur wegen diesem Hintergrund erwähnenswert finde.
denn hier sieht man erneute Verbindungen, und zwar diesmal zu Bernd and Friends. Es ist zwar nicht direkt genau der gleiche Hintergrund, aber das Setting wurde nach ca. einmal direkt wiederverwendet und ähnelt dem der Nachtschleife schon ziemlich. Dann gibt's noch die Keulenschleife. Ich habe sie nur hier drin, weil ich sie damals mochte. Ich glaube, ich finde es wirklich spaßig. Und außerdem will ich eine tolle Sache referenz. Ihr kriegt mich nicht klein! Mach das nie wieder! Hier kommt beispielsweise dieser Clip, der vorhin erwähnt wurde. Eine andere Frage, Jens. Bist du vielleicht dumm? Also, habe ich bei der Frage einen Telefonjoker? Dann wäre da noch die Nerd-Nachtschleife. Hier versucht ein öffentlich-rechtlicher Sender im Jahr 2013 Nerds zu erklären. Das wird was. Das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Na, so schlimm ist es gar nicht. Zunächst sieht man einen sehr unbegeisterten Bernd in einem Nerd-Kostüm. Eine Anime-Szenen kann natürlich auch nicht fehlen. Gesundheit. Schade, dass ihr kein Geruchsfernsehen habt. Ihr riecht es nach Socken, kalter Pizza und verschwendeter Jugend. Hier sagt Bernd die harte Realität über Nerds. Eigentlich ist es gar nicht schlimm. Es ist etwas langweilig. Schön. Wie es scheint, fängt Bernd an, Nerds zu mögen. Raufasertapete. Schön. Nicht wahr? Falls ihr euch jemals gefragt habt, ja, hier kommt dieser Clip her. Wenn du dich so gut mit Raufasertapeten auskennst, Bernd, möchtest du nicht Vorsitzender des Raufaser-Fanclubs werden? Das wäre wunderbar! Wie schön. Bernd hat den Glücksmoment. Auch mal was Neues. Und weißt du, was du noch bist, Bernd? Was denn? Du bist ein Nerd, Bernd! Ihr dachtet doch wohl nicht wirklich, dass Bernd in der weißen Hölle einfach so davonkommt. Das war die Nerd-Schleife und ich denke, sie ist ziemlich okay. Es gibt auch eine Menge Referenzen, aber das würde den Rahmen sprengen. Die letzte Schleife, über die wir reden, ist die, in der es um die deutsche Geschichte geht. Fernsehen ist schlecht für dich. Ja genau, es macht dumm. Bernd, der über das Fernsehen rantet, ziemlich gigantisch an der Stelle. Ist es um dich geschehen? Ein weiteres Opfer unserer sinnfreien Unterhaltungsgesellschaft. Geschichte? Scheinbar kann man hier doch noch was lernen. Diese Schleife ist Bernd echt ziemlich gesellschaftskritisch, was das Fernsehen angeht. Leider passiert dann aber das. Wissen tun! Wissen tun? Jawollchen, Wissen tun und ablach! Lustigste Geschichte vom Deutschland, best of! In dieser Nachtschleife wird also in humorvollerweise die deutsche Geschichte analysiert. Hier geht's von Neandertaler hin bis zu Gladiatoren. Apropos Gladiatoren. Anscheinend war es das mit ihm. Aber dieser Nachschleifer wurde ja gar nicht mehr ausgestrahlt. Wieso denn bloß? Oh nein, dann kam nämlich der Mann mit dem Schnurrbart und verdarb allen die Party. Was? Ihr habt sie wohl nicht alle. Ihr habt sie wirklich wohl nicht alle. Ach, den Mann mit dem Schnurrbart meint ihr? Ja, sie haben wirklich eine Charlie Chaplin, der große Diktator, ins Spiel gemacht. Ich persönlich finde es gut, dass das Thema angesprochen wurde und das wenigstens in einer humorvollen Variante. Deshalb finde ich, dass es nicht notwendig gewesen wäre, die ganze Schleife zu verbieten. Es gibt noch ein paar Anspielungen an den Film, was sich auch wirklich ein wenig zieht. Meines Erachtens nach hätte man es einfach kürzen und die Szene streichen können. Ah, das waren nur die Nachtschleifen. Welches ist eure Lieblings? Schreibt es auch in die Kommentare. Quasi ist Bernd Channel Bernd als YouTuber. Ihr habt richtig gehört. Es gibt eine übersichtliche Anzahl an Folgen. Anscheinend gibt es dort eine Unterteilung zwischen den YouTuber-Sachen und Singt das Brot, mit dem ich bis jetzt dachte, dass es bloß als Sendeschleife existiert. Singt das Brot behandelt erneut die Gesangsthematik von Bernd. Er war nämlich mein Musiker. Alle zusammen, tanzt das Brot. Dort singt er verschiedenste Dinge aus seiner bisherigen Karriere, vom Intro der Fernsehserie bis hin zu Ich sage nein. Außerdem wird offenbart, dass die weiße Hölle hinter einer Bäckerei ist. Dann gibt es noch die YouTube-Videos. Es gibt dort zum einen eine Roomtour, Kommentare kommentieren oder auch Let's Plays, die er mit Bob spielt. Außerdem haben wir Schaf und Busch lang nicht mehr gesehen. Gute Nacht, Bernie. Gute Nacht, Bernd. Oh, die beiden. Oh, Mist. Ja, Briegel und Chili haben auch ihren kleinen Auftritt, aber man sieht sie nicht. Generell hat man sie nach der Serie gar nicht mehr wirklich gesehen. Nur noch in Bernds Channel und eine Rückblende in Sinkt das Boot. Zudem wurde ja vorhin bei Bernd und Friends Bernds Pausenraum erwähnt. Wenigstens seine eigene Garderobe. Und ich habe die Garderobe ganz für mich alleine. Ich muss sagen, dass Bernd Channel echt ziemlich okay war und beispielsweise Kommentare kommentieren unterhaltsamer ist, als es sein sollte. Hilfe, ich werde gegen meinen Willen hier festgehalten. Und euch dadurch die Illusion von Nähe zu verschaffen, hört auf mir zu schreiben. Hört auf anzurufen. Wie der Titel bereits vermuten lässt, geht es um sonstige Dinge. Beispielsweise eine Statue, die in Erfurt steht.
Diese wurde übrigens geklaut, es gibt dazu ein bisschen was durchzulesen, wenn ihr wollt, aber was ihr wahrscheinlich nicht tut werdet. Bernd-Events sind kleine Spielfilme, die sich rund um Bernd drehen. Zum Beispiel Rock das Brot, wo es nochmals um seine Musikkarriere geht. Außerdem gibt es ein PC-Spiel, welches ich sogar besitze. Dies ist ein Point-and-Click-Adventure mit dem herrlichen Namen Bernd das Brot und die Unmöglichen. Bernd und die üblich Verdächtigen begeben sich auf ein interessantes Abenteuer. Ich denke, aber mehr muss ich über das Spiel nicht sagen. Einzig die Gratis-Zahnseide im Waschraum steht jedem Fluggast zu, da wir ansonsten laut Gesetz als Viehtransport gelten würden. Es gab dort auch noch ein paar Miniclips, aber eine sehr, sehr interessante Sache dazu gab es noch. Bernd, der Gronkh grüßt. Hallo Gronkh! Hallo Gronkh! Außerdem, Bernd verlässt den Raum und kommt auf der anderen Seite nicht wieder raus. Wie man vielleicht bemerkt, habe ich öfters mal gezeigt, wie verschiedene Sachen miteinander verbunden sind. Ob es nun gleiche Sprecher in verschiedenen Rollen, Easter Eggs aus alten Auftritten oder sogar eine kleine interne Story sind. Ich persönlich liebe es, wenn Franchises solche kleinen Dinge haben. So dass, wenn irgendwelche Leute wie ich, die ihre Zeit verschwenden, solche kleine Dinge sehen. Eine Kleinigkeit, bei der ich wahrscheinlich einfach so wie rein interpretiere, ist, dass Briegel das Ganze im Hintergrund irgendwie steuert. Wenn er ja schon Bravo Bernd und tolle Sachen geleitet hat, hat er vielleicht auch die Roboter für die Nachtschleifen gebaut. Ich meine, der eine Roboter hatte ja schließlich den Sound des Zettelmischers. Außerdem hat man ihn auch nach der Serie gar nicht mehr gesehen, aber im Studio ist er immer noch, wie man in Bernd Channel bemerkt hat. Ich denke, ich habe einfach zu viel Zeit in dieses Thema gesteckt. Außerdem, wie bereits erwähnt, ein paar Hintergründe und sonstige Kleinigkeiten, dass Leute wie Norman Köster Rollen spielen, ist einfach super. Das ist die gröbste Grütze, die ich in meinem ganzen miserablen Leben jemals hören musste. Es fühlt sich an einigen Stellen einfach so an, ob würden ein paar Studenten nur so aus Stroke eine Serie starten und daraus hat sich dann halt was entwickelt. Also, ich habe verschiedene Leute gefragt, was sie von Bernd halten. Len meinte, was hältst du von Bernd? Ehrenmann. Es ist ziemlich interessant, dass Bernd ein Nebencharakter war und der erst mit der Zeit zum Zentrum des Berndes Brotuniversums wurde. Das ist eine Käse-Situation, versteht ihr? Niederlage. Es war definitiv interessant, in die Materie von einem depressiven Kassenbord einzutauchen und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Entschuldigung, wo ist denn der Feuerlöscher? Linke erste Tür. Lasst doch ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh my God! No way! No way!